Hi Leute, willkommen zurück zu Europa Universalis. So, ja, der letzte Part ging ja jetzt doch wieder auch länger, als ich eigentlich wollte, aber man ist halt immer so schön am Krieg führen, ja. Am Rebellen bekämpfen und sich aufregen und ach ja. So. Habt ihr Die eigentlich mal mächtigen an Ming. eure Armeeaufstellung irgendwas geändert? Also wie stellt ihr gerade eigentlich eure Armee so zusammen? 2015. 2015. 18, 18. Das mächtige Ming hat die Koalition gegen mich verlassen. Die noch Wenigstens leben, mache ey. ich gerade mal einigermaßen viel Geld, das ist das Schöne. So, 12, Berufs. 5. Ah, ja, stimmt. Ich habe die japanischen Aufstände niedergeschlagen. Gut. Depp, ey, ich habe die ganze Zeit oben. Ups, boah. Janik, darf ich Wüstenfuchs den Krieg erklären? Aber ich darf ihm eine Kriegsandrohung schicken, oder? Damit er mir eine Provinz gibt. Nein. Warum nicht? Ah, weil das kontraproduktiv ist. Wir müssen langsam mal reinhauen hier ein bisschen. Wieso? Das ist doch produktiv. Ich will einen Stützpunkt in Europa. Ey, ich kann jetzt helfen, wenn ich keinen Stützpunkt habe. Kann schon so nicht helfen. Noch nicht. Oh Gott, ey. Ich wünschte, das wird nie aufhören, so gut zu schmecken. Was denn? Nackensteak, ey. Ach, ich habe meine Provinz hier zurückerobert. Geil. Und tschüss. Oder hast du bald am Wüstenfuchs? Genau dann, wenn ich den Krieg erkläre. Was ist denn passiert? Schon rausgeflogen. Nein, Pause. Alter. Er hat jetzt wieder Krieg mit Aragorn. Ich hoffe, der verliert den so sehr. Ich hoffe eigentlich mal, dass er ihn einfach mal gewinnt. Haha, gegen Frankreich! Ach man. Aragonesische Rückeroberung von Burgos. Das verlieren die eh wieder. Ich könnte jetzt. Wow! Er hat einfach direkt einen Frieden gemacht. Er hat ganz Spanien, er hat ganz Iberien verloren. Er ist nicht mehr in Iberien. Ja, das ist sinnvoll mal. Weißt du, was ich meine? Ganz ehrlich, man muss jetzt halt mal überlegen, man muss halt jetzt Prioritäten setzen. Die sollen lieber mal gegen Ungarn und so mal einen Krieg gewinnen. Weißt Ja. du? Aber was ich nicht ganz verstehe, ist, warum eigentlich der Franzose und so mal nicht mit dem Österreich Krieg führt oder so mit dem Österreicher. Das verstehe ich einfach nicht. Ich habe auch keine Ahnung, warum. Also war gerade die Koalition verlassen, ja, wollte ich eigentlich gleich angreifen. Gut. Oh, bin ich voll, ey. So. Also ich habe jetzt meine Armee auch mal umstrukturiert. Bisschen anders aufgebaut ist. Oh, ich platz gleich. Ja, schön. Sollte ich diese Nacht nicht überleben wegen Überfressen, dann vererbe ich mein Malaya an. User joined your Halt! Bargulat! Was gibt's? Schnell hochkommen! Ach, Gott. Du brauchst auch deine Armee gegen Portugal und Aragon. Guck zu meinem Land. Der Marokkaner ist vertrieben. Ich hab's gesehen. Du bist in welchem Channel, Wodka? Ups. User left your channel. Danke. Herr Andalusien ist doch gar nicht im Krieg mit denen. Hä?
Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Okay. Truppen werden rekrutiert. Ah, meine Kriegsmüdigkeit ist schon weg. Interessant. Jawohl, bei Manis hat keinen Verbündeten mehr gerade. Ja, guck mal, Valmon, vorhin hattest du jetzt wieder eine Stelle für dein Rage-Video, ne? Ja, ich muss nur dran denken. Oh, ich habe ja auch 4 Armeen. 5. Ne, 4. 4 Armeen. Schon mal schlecht. Ja, ich brauche nochmal welche. Wie viel Mann habe ich denn jetzt gerade insgesamt? 112.000. Fluch. Oh, scheiß Rebellenpack. Ja, immerhin ist dieser Krieg hier für mich wieder erfolgreich. Schon schön. Ja, ich muss halt jetzt echt 10 Provinzen zurückerobern, gell? Das ist halt immer normal. Oder sowas, irgendwie sowas muss ich zurückerobern, das ist halt echt hart. Naja, du hattest schon mal extrem verloren, aber gegen was Bachmanis, das sollte auch noch möglich sein. Ja, wir müssen da halt auf jeden Fall einen Krieg zusammen, dann halt mal gegen die führenden geplanten Krieg zusammen, dann sollte das ohne großartige Probleme. Am besten zerschlagen wir vorher noch Wu. Damit es nicht wieder so eine übermächtige Koalition gibt. Ich habe halt immer noch minus eine Stabilität, gell, das ist gerade richtig eklig. Deswegen kriege ich auch noch so viele Rebellen. Mann, noch 2 Monate oder so und endlich. Ist endlich weg. Die negative Stabilität meine ich. Nee, scheiße, das ist selbst Rebellenproblem. Ja, wie gesagt, deswegen bin ich auch so froh, wenn es dann bald rum ist. Dann kümmere ich mich als nächstes um meine Überdehnung. Ja, jetzt kommen halt, jetzt sind halt bei mir scheiß Rebellen.
viel Geld hast du? 2800. Achso. Brauchst du Geld? Nee, ich hab genug Geld. Okay, gut. Warte, wir spielen ja wieder auf Gesch 1 hier. Deswegen ist es so langsam. Kann jemand mal kurz... Schreib mal Heiko kurz. Aber ich finde, es sind immer so die... Gott, ist das langsam. Gell, brutal eklig. Ich habe Heiko jetzt in Steam geschrieben, warum macht das nicht? Vielleicht wegen Krieg oder so extrem. Ja, aber bitte, wegen dem Krieg braucht man es ja, nicht. Ja, eigentlich schon. Moment. Heiko, Geschwindigkeit. Ja. Was? Geschwindigkeit. Ja, ich musste gerade leider, weil meine... ganzen Sachen nicht so funktionieren, wie ich wollte. Die ist ja eigentlich immer... Channel switched. War doch anscheinend wegen Krieg oder irgendwie was, kein Plan. Hab ich ja gesagt. Also ich hab's nicht ganz verstanden gerade, was er eigentlich wollte, aber... Ja. Also jetzt vernichte ich nochmal 42.000 Rebellen hier. Nice, 89% der Kriegsstand. So sollte es doch immer laufen. So, jetzt schauen wir mal. Ah, schon wieder Rebellen. Hey, warum werden eigentlich überall meine Söldnereinheiten aufgelöst? Immer. Wann weißt du das? Deine Söldnereinheiten aufgelöst. Mhm. Fügst du die zusammen? Nee. Einfach aufgelöst? Keine Ahnung. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Oh, so läuft's die ganze Zeit hier. Vielleicht kommt's dir nur so vor. Nee. User joined your channel. Gott, dieses kleine Verräterus-Kiddy, Alter, ey. Hey, ich hab Krieg gewonnen gegen... schon. Krasse Titte, ey. Nein, meine Stände sind wieder unzufrieden. Nein.
So, Papa Baumlord holt sich jetzt was zu trinken. Bis gleich. Und noch mehr Zwiebelbrötchen. Schön, Baum. Gleich. Bis dann. Kontrolle über Territorium. Oh, mein Herrscher ist frei. Oh, du hast die gerade schon mal ein bisschen wieder ausgebreitet, oder? Ja, ein gutes Stück. Und natürlich die wertvolleren Provinzen genommen. Das ist gut. Kostet jetzt beim Korn ein bisschen mehr, weil ich teilweise keinen Anspruch hatte, aber ja, egal. Oh, jetzt verliere ich wieder eine Stabilität, echt. Dabei kriege ich schon 9 administrative Macht pro Ding pro Monat. Ich kann so einen Moment, da könnte ich am gernsten mal auf 5 kurz vorspulen. Ja. Eigentlich voll schade, weil es sind jetzt, glaube ich, weniger als 100 Jahre dann das Spiel rum, oder? Ja, ich glaube ungefähr 100 Jahre. Hätte man schon so eine Mod einfügen können, das ist also Extended Timeline, wieso? Ja, nee, das braucht man nicht mal, wir können dasselbe modden. Das ist voll einfach. Achso, okay. Ja, du musst, da gibt's nur eine Datei, die müssen wir schon suchen, das weiß ich jetzt gerade auch nicht ganz. Und da muss dann jeder einfach dasselbe Datum eingeben. Und dann können wir es selber modden. Könnte man ja mal machen. Notfalls. Also könnte man rein theoretisch bis 9999 spielen, ja. Also ich würde auch sagen, ich bin eigentlich schon der Meinung, dass wir es weiterspielen sollten. Bis wir es erobert haben oder bis wir draufgehen einfach, weißt du? Jo. Vor allem, ich finde, es macht ja immer noch Spaß, so ist ja nicht. Also außer man regt sich natürlich so auf, wie vorhin, aber das war ja auch begründet. Das gehört auch dazu, oder? Ist ja auch nichts Neues. Aha, schon wird schon schwach und Korea geht drauf, die Wichser. Naja, das habe ich vorhin auch schon gesehen. Aber sind ja eh nur die Müllprovinzen. Imperialismus-Kriegsgründe. Oh! Geil. Ich glaube, jetzt ist das Zeitalter der Imperialismus-Kriegsgründe, fängt jetzt, glaube ich, an. Ja. Schön. Ist noch einfacher zu erobern. Wie ist denn das jetzt mal kurz gucken? Ja.
Ist der Imperialismus-Kriegsgrund, ich glaube, sogar besser als der normale Besetzungskriegsgrund. Kenne ich mich nicht genug aus. Ja, du musst es dir einfach mal angucken. Hast du irgendwo bei irgendjemandem Ansprüche auf dem Gebiet? Aufs Gebiet, also einfach einen Anspruch fingiert, oder? Ja, genau, zum Beispiel bei Schuhen. Wenn du mal bei Schuhen draufklickst, dann kannst du ja auswählen jetzt zwischen dem Eroberungskriegsgrund oder dem Imperialismuskriegsgrund, ja? Ich bin gerade am überlegen, welcher besser ist. Ich kann nur ein normaler Eroberungskriegsgrund. Vielleicht muss man das noch per Technologie. Baumlord, meine Frage, was ist besser, Eroberungskriegsgrund oder Imperialismuskriegsgrund? Das steht eigentlich da. Da ich jetzt aber leider keinen Imperialismus-Kriegsgrund da habe, kann ich dir nicht sagen. Also warte mal, bei mir steht dran, als Imperialismus steht dran, 75% aggressive Expansion, 100% Prestige, 75% Kosten für alle Provinzen, ja? Mhm. Und bei dem Eroberungskriegsgrund steht dran, 75% aggressive Expansion, 100% Prestige und 100% Kosten User für alle Provinzen, in denen Besitzansprüche bestehen. Wollte mich mal bei euch verabschieden, Leute. Warum? Okay. Ich bin jetzt erstmal weg, weil ich muss noch was für die Schule morgen tun. Scheiß Köln. Die US-amerikanische Unabhängigkeitserklärung von Allahu Akbar. Die sind so niedlich. Ich weiß. Großrepublik, ey. Willst du mich verarschen? Ich hab alles verloren. Alles. Nur weil scheiß Dings du mir das Bündnis gebrochen hast. Würdest du mir eine Provinz verkaufen von dir? Ich bin bereits aus dem Spiel raus. Bist du schon draußen, oder was? Ja. Schade, hätte ich noch Provinz gern von dir genommen, um Wissen zu ärgern. Ja? Schau dir an, wie die Koreaner Schuhe auffressen, nachdem ich alles Schuhe geschwächt habe. Alles klar, bis morgen. Oder irgendwann. Ich bin am überlegen, ob wir gleich mal Wu attackieren. Ja? Zu der Frage, Imperialismus. Was ist jetzt Imperialismus ist besser, gell? Und das gilt für alle Provinzen, oder wie? Alle Provinzen, ja. Nationalismus ist sogar noch besser, aber nur die Provinzen, die deine Nationalität haben, aber du hast ja schon fast alle Inder erobert, also. Ja. Oder, aber Ding, wie heißt Rückeroberung ist noch besser, oder? Rückeroberung ist nur dazu da, wenn du jetzt nur deine Camp-Provinzen zurückerobern willst. Weiter ist immer noch teurer, kriegst du mehr aggressive Expansion und kostet auch, glaube ich, mehr. Da würde ich dann eher den Imperialismus nehmen, um die Camp-Provinzen zu holen und deine Provinzen, die du noch haben willst. Okay, dann mach ich das als nächstes. Oh Gott, Alter. Kuchen. Aber weißt du was? Ich call jetzt mal die ganzen Kolonieprovinzen, die ich habe. Ich hab schon. So, jetzt habe ich wenigstens mal positive Stabilität, mag schön. Das kann ich mal. Kann ich anderes sagen, mal meine Provinzen callen hier. Das Schöne ist, Barmanis hat keinen Verbündeten mehr. 1725 greife ich ihn an. Und Laksang ist in 4 Jahren weg. Schön. Wen mache ich als nächstes fertig? Japan hat sich immer noch mit Ryukyu verbündet. Ich muss noch mehr Ansprüche gegen die fingieren. Dann habe ich noch Waffenruhe mit denen. 4 Jahre. Und dann wird Japan wieder ein Stückchen kleiner. Das sind ja eigentlich Ereignisse und Abtrünnigkeit einer Provinz. 59,4%. Und das ist, wenn sie von Rebellen Provinzen bekommen haben. Wer? Barmanis. Mein Vasall. Es geht um meinen Vasallen, also Mysore. Ja, wenn er irgendwie von irgendwas Provinzen gekehrt hat, also von Rebellen. Ereignis abtrünniger Provinzen, das ist das. Geht es irgendwann auch weg? Das baut sich nach der Zeit langsam ab. Okay. Oder kann es auch sein, weil ich ihnen mal gesagt habe, sie sollen die Religion ändern? Das auch. Okay. Ich überlege gerade, wen ich angreifen kann. Ich kann eigentlich niemanden gerade angreifen. Protektorat über Otomo werde ich einfach noch aufrechterhalten. Ja, ich kann Wu nicht angreifen, ich kann Ja nicht angreifen, ich kann Korea nicht angreifen, weil die alle miteinander verbündet sind. Das ist so zum Kotzen. Nee, Moment, Wu nicht. Wu ist nur mit Jan verbündet. Gruppen haben wir, da könnten vielleicht Ben und ich mal da ein bisschen rapen gehen. Na, ich muss erstmal noch Korn. Ja, Wu hat 53.000 und Jan besitzt 28.000, also müssen wir gegen 80.000 was kämpfen. Und was mit Korea? Korea ist nicht dabei, die haben doch kein Bündnis. Die haben nur mit Jan ein Bündnis, weil wenn wir Wu angreifen würden, würden wir nur mit Jan in den Krieg kommen. So, dann haben die ein Bündnis gebrochen, okay. Scheint so. Dann würde ich sagen, machen wir doch gerade noch mal einen kleinen Cut. Wer hat was gebrochen? Ja, Korea hat das Bündnis mit Wu gebrochen, das ist jetzt die Überlegung da.
Oh ja, da würde ich jetzt einmarschieren, so schnell wie möglich. Die sind hassen sich gerade alle. Die sind mit Korea im Krieg! Oh, ja. Meine Fresse, Alter. Okay, komm. Also, warte, ich muss die Truppen. Ciao, Leute.